Ja, und willkommen zurück hier bei Mass Effect. Ich darf mit einem ganz großen Geschützturm spielen und ach, jetzt wird's lustig. Dun, 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 dun. Genau, da wollte ich vorhin hoch. Ja, was heißt vorhin? Das letzte Mal. So, haben wir hier irgendwas liegen, was ich bräuchte? Na, komm, wir sollten lieber anfangen. Mit S könnten wir das Geschütz verlassen. Will ich gar nicht hier. Ja, ich meine, diese Hass ist hier. Boah. Ich schlipp sie einfach aus. Mal sehen, ob ich drei auf einmal schaffe. Ja, ja, schaff du mal drei auf einmal. Ich pass nur auf, dass hier keiner hochkommt, ne? Kollege, du darfst hier nicht hoch. Okay, weiter geht's. Wer ist der Nächste? Der da hier ist der Nächste. Der platzt so schön. Halt, 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 halt. Nein. Eigentlich muss man ja nur dafür sorgen, dass hier keiner hochkommt, aber ich glaube, mein Team macht das schon so von sich aus. Gut, ich könnte auch irgendwo jetzt daneben stehen und kann ich jemand anders dazu weisen? Ich weiß es gar nicht. Das ist ja keine Falle. Was? Alte Redensart der Mensch. Achtung, da kommt noch eine Welle. Ich finde es auch sehr schön gemacht, natürlich diese lustigen oder netten Diskussionen immer wieder so dazwischen. Wie jetzt gerade eben, das hat man ja beim Mass Effect 1 hatte man das ja, dass sich die beiden Charakter dann immer, also die Nebencharakter, immer unterhalten haben über irgendetwas Tolles. Mass Effect 2 ist das ja untergegangen letzten Endes, leider, leider, leider. Aber hier wieder mit eingefügt und ja. Auch den Sinn und Zweck dieser Diskussion. Beziehungsweise, was heißt Sinn und Zweck? Was da halt geredet wird. Philipp hat. Habe ich auch, um ehrlich zu sein, ewig schon gar nicht mehr gehört. Mensch, das ist doch Philipp Halle. Müsste ich mal zu meinem Meister sagen. Mensch, Meister, ist doch Philipp Halle. Interessiert doch keinen. So, ja, nichts gegen nichts, aber. Ich wollte mich gerade beschweren. Hätte ich das mal lieber nicht gemacht. Ja, ganz klar. Supi. Ganz gut gemacht, Kabu. Ganz gut gemacht. Oh, du blödes Drecksding. Moment. Du hast nur Panzerung? Weißt du was? Du kannst mich mal an meinen kleinen, geilen Arsch küssen. Wenn mein Warp oben ist, dann bist du. Hallo! Ja, wie man sieht, das sind Riesendinger da. Matthias, General Corinthus. Was Neues über den Primarchen? Ich kriege immer noch keinen stabilen Comlink. Okay, ich gehe zu Fuß. Ja, ja. Shepard Ender, Garrus, bringen Sie mich zu Victors letzter Position. Ja, diese Rohlinge sind nicht gerade sehr, sehr, sehr nett, aber dafür sehr, sehr, sehr böse. So sind sie halt eben. So, komm. Wie weit? Dürfte schnell gehen, wenn wir keinen Ärger kriegen. Ah, du musstest es doch erwähnen. Jedes Mal, wenn man irgendwas in diese Richtung sagt, passiert das doch. What? So, sehr schön. Verdammt. Oh. Sehen Sie sich Palavin an. Das orangefarbene Inferno, das große. Dort wurde ich geboren. Das ist hart. Haben Sie noch Familie dort? Mein Vater. Eine Schwester. Wie schlimm ist es? 3 Millionen Tote am ersten Tag. 5 am zweiten. Wie hält sich Ihr Militär? Sehen Sie sich um. Machen Sie sich selbst eine Vorstellung. Sie liefern Ihnen einen guten Kampf. Noch. Aber wie lange dauert es, bis man zum Kämpfen keine Kraft mehr hat? Hätten Sie doch nur auf Ihre Warnungen vor den Reapern gehört. Wir hätten bereit sein können. Vielleicht. Schwer vorzustellen, wie man sich auf sowas vorbereiten soll. Naja, geordnetes Flottensammeln zum Bleistift. Auch noch ein ganz großer Nachteil von Mass Effect. Ja, Garrus steht da und dort oben wird die Unterhaltung angefangen. Das Problem ist nur, wenn man in solchen Situationen dann natürlich mit vorläuft, dann fängt natürlich die Unterhaltung und dann geht die Unterhaltung zwar noch weiter, aber Gegner könnten ja kommen. Natürlich will ja, dass man das alles schön immer mit zuhört. Schaut euch das schöne Schiff an. Ich hätte gerne so ein Schiff. Sie können hier nicht parken. Plasma-Torpedo abfeuern. Zack, jung, boom. Wie war das? Ach, ma. Wow.
finde das auch ganz toll, was man hier eigentlich diese ganzen Schiffe so schön designt hat. Da würde mich ja mal echt interessieren, ob man da nicht irgendwann mal sowas macht wie bei Freelancer, X-Universum. Wenn man schon so viele geile Raumschiffe hat, ich würde die gerne mal alle auch selber fliegen, steuern oder mal Sachen mitmachen. Ach, guck mal an. Schlachtschiff. Puh. Ich habe halt Schiss, wenn ich dich hingucke, wird's abgeschossen, ne? Wenn ich hingucke, dann passiert nichts. Da lang. Das klang... Echt? Noch mehr? Mensch! So. Habt ihr da hinten auch noch Probleme mit denen, oder was? Weg ist er! Ich hasse diese Dinger. Und in New York wimmelt es von diesen ekligen Drecksdingern. Wir hätten die Erde nie verlassen sollen. Das wird übel, und zwar von vorne bis hinten. Ein Kampfverbrechen, das kotzt mich an! Aber sie sind hier, um Victus zu bitten, dass er genau das tut. Er soll den Kampf verlassen und es sich in einem Konferenzraum gemütlich machen. Ja. Dieses Gipfeltreffen ist unsere einzige Chance. Niemand von uns besiegt die Reaper allein. Oh. Heuschrecke. Oh. Alles in Ordnung? Jawohl, Sir. Wir schaffen das schon. Haben Sie General Victus gesehen? Vor einer halben Stunde, er war Richtung Süden unterwegs. Okay, viel Glück. Ich glaube, das Schlachtschiff dort hinten hat's gerade zerrissen. Das hat's definitiv zerrissen. Wieder einer platt. Wie viele Soldaten waren das bei dem Absturz? 50? 75? Ich bin nicht sicher. Könnte hinkommen. Es tut weh, wenn man ein schönes Schiff so untergehen sieht. Schlachtschiff? Der Mannschaft an Bord ganz zu schuldigen. Ja. Schlacht? Ja. Schlachtschiff? Was zur Hölle? War knapper als mir lieb ist. Absolut. Wow. Das hat ja echt nicht viel gefehlt. Mann, 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 Mann. Böses Teil da. Das hätte mich jetzt echt zerrissen. Nur 75 Leute auf so einem Schlachtschiff? Das ist ja schon so ein bisschen... Naja. So, komm. Ich will hier also, nicht nur... Commander. Ja? Sagen Sie wirklich, dieser Gipfel bringt etwas? Ich meine, Asari, Salarianer. Was ist mit Kroganern und Batarianern? Wo bleibt die Kavallerie? So einfach ist das nicht. Die Batarianer haben bei der Ankunft der Reaper einen gewaltigen Schlag erlitten. Es ist nicht mehr viel übrig. Und die Kroganer haben uns das mit der Genophage niemals verziehen. Stimmt. Die Turianer haben sie sterilisiert. Die Salarianer hatten die Idee dazu. Und deshalb hassen die Kroganer jetzt beide. Sie werden sich uns also nicht anschließen. Schade eigentlich. Ich habe mal mit einem Kroganer gekämpft. Das sind wirklich knallharte Kerle. Ja, 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 die Kroganer. Kroganer waren eigentlich ein Pre-Warp-Volk. Also hatten mit der Weltraumangelegenheit gar nichts zu tun, waren eigentlich noch weit davon entfernt, in den Weltraum vorzustoßen. Allerdings hatte man seinerseits mal Probleme gehabt mit einer anderen Spezies, den Rachni. Und die Salarianer haben... Das klingt übel! Okay, Beeilung! Kein Reaper nimmt mir den Primarchen weg! Ja, jetzt will ich... Direkt hinter ihm! Ja, jetzt will ich das aber noch kurz zu Ende erzählen, ihr da. Also so musst du noch warten, ne? Kollege da unten. Und deswegen hat man dann zusammen, haben die Turianer zusammen mit den Salarianern die Kroganer gepusht, sodass sie auch in den Weltraum konnten. Die haben dann für die Rachni beseitigt. Nachdem man dann eigentlich keine Verwendung mehr für die Kroganer hatten und die nicht mehr kämpfen musste, hat man festgestellt, die treiben es wie die Karnickel. Nein, sie vermehren sich wie die Karnickel. Und man war sich dann einfach dem Problem bewusst. Würde man die Kroganer so lassen, wie sie sind, würden sie sich einfach von Planet zu Planet ausweiten und würden alle anderen töten. Deswegen hat man sie sterilisiert. Das war die Idee von den Salarianern. Die haben das dann auch zusammen mit den Turianern durchgezogen. Die Kroganer wissen natürlich davon und deswegen sind die nicht solche guten Freunde. So, Punkt. Ich muss mal die ganzen Codex-Einspielungen irgendwann abspielen. Gerade mal so zu den zwei wichtigsten Nebenvölkern, den Kroganern und den Salarianern. So, was haben wir denn hier zu tun? Hallo, lieber Kannibale! Oh, Mist, das sind die nächsten netten Freunde. Also, Kannibalen. Ich lasse den mal dort am Leben. Man sieht, der andere Kannibale bückt sich auf ihn. Hey, hör auf!
Ist da eine Granate bei mir? Nö. Und? Ey! Kollege, hör mal auf damit! Nein, ich glaube, der Marodeur muss es tun bei dem Kannibalen. Also, auf jeden Fall lässt man Kannibalen und Marodeure am Leben, hat man eigentlich eine unendlich lange Schlacht. Als, Biotiker ist es ja egal. Davon ist die Granate. Sehr schön. Weil man, unendlich Munition hat. Biotische Munition. Allerdings, will ich euch das nicht antun. Von daher, töten. Also, Kannibalen und Marodeure immer töten. Lässt man auch nur einen am Leben von denen, also die tun sich wiederbeleben und pushen sich so gegenseitig, dass das echt eine hässliche Schlacht ist. Aber ganz offen, ganz ehrlich, hässliche Schlachten mag ich nicht. Oh oh! Ach so. Meine einstmalig gedachten Feinde sind ja gar keine Feinde mehr, weil diese anderen... Mag ich ja jetzt mittlerweile diese Rohlinge. Naja, einigermaßen. So. Aber die dort hinten mag ich gerade nicht ganz so. Gut, die Kannibalen haben natürlich keine Panzerung. Das ist natürlich auch gut so. Aber wie gesagt, man sollte die halt irgendwie daran hindern, dass sie an die anderen herankommen. Und ich hätte gerne, Dankeschön, meine Mods. Ach, Medigel hätte ich jetzt auch machen können. Egal. Sobald die wieder von sich aus aufstehen, Schande. Warum habe ich jetzt bitteschön... Ich hätte mich erst heilen sollen und dann das Medigel nehmen sollen. Okay, was soll's. Wir kommen nochmal an Medigel ran. Ja, ja, wir geben alles, was wir haben. Ach, guck mal, was da wieder ist. Aber ich habe schon wieder was Rotes gesehen. Was bedeutet... dass dort was Interessantes ist. Ach, ich sehe noch was ganz anderes Interessantes. Ja. Es gibt ab und an Situationen... Wow, 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 weg, weg, weg. Es gibt ab und an Situationen in dem Spiel, die sind einfach gnadenlos hart. Und es gibt wohl Leute, die echt extreme Probleme damit haben. Naja. Gut, ich meine jetzt zwei Rohlinge. Wo ist das Problem, sag ich mir. Geht ganz einfach. Allerdings, damit man es doch ein bisschen einfacher hat, hat man hier was implementiert. Wenn ich jetzt hier natürlich weiter so herumfehle, man muss jetzt natürlich dazu sagen, im Let's Play ist das immer ein bisschen schwieriger, gerade umzusetzen, weil für normalerweise, die würde ich einfach so umrufen, ne? Wow! So, jetzt aber. Komm, 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 komm. Leck mich doch alle am Popo. So. Das war eigentlich klar. Okay. Vorführeffekt würde ich fast sagen. Nein, das ist, wenn man einfach da jetzt das versucht, irgendwie so zu umschiffen und zu zeigen. Also, wir sehen, es kommen zwei Rohlinge an. Auf alle Fälle. So, das wollte ich einfach nur haben. Entweder Arme macht sie auf die klassische Art und Weise kaputt, was eigentlich kein Problem ist. Ne? Ich meine, so viel kommen da jetzt auch nicht an. Kann mir keiner erzählen. Solche Waffen... Ja, ich sag mal, das ist halt mal reingesetzt worden, um solche Punkte irgendwie... Was heißt irgendwie? Um natürlich einfacher zu machen. Ich warte hier nur auf die zwei Rohlinge. Das ist gerade alles. Na, wo ist sie denn? Ja, wurden einfach solche Waffen eingefügt, die das Spiel dann auch an einem gewissen Punkt ein bisschen einfacher machen. Denn... Wham! Yo! Ja. Also immer wieder, wenn es mal solche Situationen gibt, liegen solche tollen Waffen da, die eine Situation etwas vereinfachen. Ist kein Must-Have, diese Waffen zu benutzen. Ich benutze sie trotz alledem, weil sie einfach da sind. Finde ich nett gemacht. Na, man muss halt so ein bisschen die Augen aufhalten. Und, das ist eigentlich alles. So, und jetzt kann ich mich wieder drum kümmern, hier gepflegt durch die Gegner durchzuschneiden. So, das war der falsche. Den da hier wollte ich eigentlich erst da liquidieren.
Weil für normal, wie gesagt, es ist eigentlich kein großes Problem bei den beiden. Aber das ist, soll ja auch nur so zum, zur Demonstration sein. So, und solange hier natürlich das Feld hier mal nicht reinigen, geht es natürlich auch nicht weiter. Also das sind so, ja, ich nenne das immer wieder gescriptete Events. Da muss man halt irgendwo so einen Hauptgegner töten und dann war's das. Kann jetzt hier dieser Kannibale sein. Oder man muss irgendwas finden, zu irgendjemandem hinkommen. Da muss man immer gucken. Aber ich glaube, das war's auch, weil es hören die Schüsse schon auf. Aber wir suchen hier natürlich noch ein bisschen weiter. Weil wir wollen ja alles haben. Ich wollte gerade sagen, ist ein Schlachtschiff etwa normal auf Landebasis? Das wäre natürlich geilo, aber nein, ist natürlich nicht. So, ich glaube, alles soweit eingesammelt haben wir. Ja, gut. Also das wird man immer öfters haben, dass dann irgendwo so eine Waffe herumliegt. Ich werde bestimmt auch die eine oder andere übersehen. Das sind meistens so One-Shot, One-Kill. Waffen und dann passt das. So. Das ging wahrscheinlich im Spiel zu langsam, deswegen. General Victus. Ja. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Ach, Commander. Ich weiß, wer Sie sind. Ich bin neugierig zu erfahren, was Sie hierher führt. Bakarian, wo sind Sie hin? Schwere Reaper-Einheit auf der rechten Flanke. Sie sagten, schaffen Sie meinen Männern das Ding vom Hals. Sehr verbunden. Man braucht sie woanders, General. Ich bring sie weg. Es muss schon sehr wichtig sein, damit ich meine Männer und meine turianischen Brüder und Schwestern mitten im Kampf verlasse. Hidorian ist tot. Sie sind der neue Primarch. Sie müssen umgehend einem Gipfeltreffen vorsitzen und ihr Volk im Kampf gegen die Reaper vertreten. Ich bin Primarch von Pelerin und verhandle für die turianische Hierarchie? Yep. Ja. Ich war mein ganzes Leben beim Militär. Ich bin kein Diplomat. Ich hasse Diplomaten. Oh, sowas aber auch. Interessiert keine Sau. Und warum zögern Sie? Sie wollen nicht qualifiziert sein? Ich halte nicht viel von Vorschriften. Und ich stoße andere gern vor den Kopf. Perfekt. Meine Familie ist seit dem Vereinigungskrieg beim Militär. Krieg ist mein Leben. Ich habe ihn im Blut. Aber diese Art Leidenschaft lässt einen rücksichtslos erscheinen. Auch wenn man es gar nicht ist. Sie sehen alles, was ich habe. Also, Sie sehen alles. Ja, ja, Sie sind. Steht da, nicht sehen. Sie sind. Es ist von entscheidender Bedeutung. Ich brauche Sie in Bestform. Machen Sie es oder nicht? Achten Sie auf Ihren Ton, Commander. Sie kennen die Reaper genau. Sie sind sogar überqualifiziert. Sehen Sie diese Zerstörung, Primarch? Auf der Erde war es doppelt so schlimm. Ich brauche ein Bündnis. Ich brauche die turianische Flotte. Ich muss mich von meinen Männern verabschieden. Ohne ihn hier unten werden wir wahrscheinlich den Mond verlieren. Oh. Ohne ihn da oben werden wir wahrscheinlich alles verlieren. Hm. Was ist also schlimmer? Unfassbar. Und da wollen die meine Meinung, wie man das beendet? Als C-Sicherheit-Officer und als Milizsoldat versagt. Und ich bin Ihr Berater? Glauben Sie, Sie können das gewinnen, Shepard? Wetten Sie drauf, Garrus. Garrus sieht die ganze Sache von den schlechten Seiten. Ich bin sicher, dass es niemand sonst schafft. Egal um welchen Preis, ich bin dabei. Willkommen an Bord. Sind Sie bereit, Primarch Victus? Eins noch. Commander, ich verstehe, dass Sie unsere Flotten brauchen. Aber das geht nicht, solange meine Heimat brennt. Nein. Wäre Pelerin nicht mehr unter Druck? Das ist ziemlich viel verlangt. Wir brauchen die Kroganer. Ein Sieg ohne sie ist unmöglich. Wenn sie uns helfen, dann helfen wir auch ihnen. Kroganer. Ich glaube, ihr Gipfeltreffen ist gerade deutlich interessanter geworden. Wird's bald.
Ich glaube, da hat ein Clown gefressen. Genau, ich gehe hin zu den Kroganern und sage, hey, seid ihr eigentlich noch sauer auf die Tour? Verzeihen Sie meine Offenheit, aber Ihr Plan wird scheitern, Commander. Wir wissen das. Wir haben es schon erlebt. Aber werte Ratsherrin, lassen Sie mich... Nicht nur ich sehe das so. Die salarianische Dalatras ist außer sich. Einige dieser Konflikte sind uralt. Höchste Zeit, damit abzuschließen. Mag sein, dennoch vergeuden Sie mit diesem Gipfel Ihre Zeit. Und davon haben wir zu wenig, um damit auch unsere zu vergeuden. Wir müssen uns auf die Ankunft der Reaper konzentrieren. Darum kommen die Asari nicht zu ihrem Gipfel. Unser Bündnis wäre stärker mit den Kroganern. Sie brauchen sie, wie wir alle. Viel Glück, Commander. Und leben Sie wohl. Ja, nee, Commander, ne? Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Na toll. Die Asari stellen sich quer. Die Salarianer ebenfalls. Ihr sollen die Kroganer dazu bringen, dass sie die Turianern helfen. Mein Gott. Yeah. Es wird echt einfach. Naja. Das war's dann aber auch erstmal hier. Okay. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Baba.